Passt. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Im Grunde habe ich zu diesen Bäumen hier ja schon mal was erzählt, ne? Auch relativ ausführlich, aber das war jetzt einfach naheliegend, hier nochmal herzukommen. Witzigerweise hatte mir nämlich jemand, herzliche Grüße an dieser Stelle, einen Kommentar geschrieben, wenn ich mal in Winterthur bin, hier gibt es tolle alte Mammutbäume. Und ja, rein durch Zufall wollten wir sowieso nach Winterthur. Hier gibt es auch ein tolles, wie heißt das Ding, Technorama? Ja. Technorama, schönes Naturwissenschaften-Ausprobier-Dingens. Science Center nennt sich das Ganze. War sehr lustig. Ist halt Physik, ne? Physik ist nicht so meins. aber war auf jeden Fall super, super lustig. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Was ich jetzt erzählt, beziehungsweise was ich mir jetzt empfohlen wurde, noch anzugucken, sind hier die entsprechenden Sequoia-Dendren. Mammutbäume hier, ne? Das sind halt eben die. Dieses Ding, also jetzt nicht der speziell, aber diese Gattung und Art bildet die größte Pflanze der Welt. Die größte Individuumpflanze der Welt. Das Problem ist, wenn man jetzt nach der größten Pflanze der Welt sucht, das könnt ihr euch auch gleich mal merken, gibt es auch noch, das verlinke ich euch, beziehungsweise schreibt es euch unten hin, einen kompletten Wald, der natürlich gigantische Massen an Biomasse darstellt, der aus ein und demselben Individuum, beziehungsweise Klone von ein und demselben Individuum besteht. Ich meine, der steht in Afrika, weiß ich aber nicht genau, muss ich mir nochmal aufschreiben, beziehungsweise mir endlich mal merken. Aber wenn es um das massereichste Einzelindividuum geht, dann ist es ein solcher hier, ein Sequoia-Dendron Giganteum, und zwar nennt sich derjenige, den ich meine, General Sherman Tree, und ist bei unglaublich dick gleichzeitig wahnsinnig hoch. Diese Kombination macht ihn halt zur massenreichsten Pflanze der Welt. Als einzelner Pflanze, sozusagen. So. Und da wir schon da sind, können wir im Grunde kurz Survival-Baumwissen schnell mal spaßeshalber zum Sequoia-Dendron Giganteum machen. Für was ist der gut? Für nix. Außer, und das kann ich euch auch gleich mal zeigen, man kann ihn nämlich wunderbar Rinde abreißen, und das ist dem Baum scheißegal. Der hat eine unglaublich dicke Rinde, die als so ein ganz weiches Fasermaterial entsprechend auftritt. Und dieses weiche Fasermaterial lässt sich erstens mit brennbaren Substanzen tränken und dann tatsächlich auch als Zunder oder sonst was verwenden. Wachs, Petroleum, was auch immer. Wenn man das nicht tut, nicht mit irgendwas Brennbarem tränkt, Harz, flüssiges Harz ging auch, dann ist es relativ unbrennbar. Und eigentlich ist das deswegen so ein fluffiges, weiches Material, weil es dem Baum halt eben genau dafür dient, ihn vor Feuer zu schützen, ihn vor Waldbränden zu bewahren. Die sind nahezu unabbrennbar, die Dinger. Nahezu, also will den Teufel nicht an die Wand malen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Und hat man jetzt also in einer Notsituation so ein Teil in der Nähe oder große Mengen von den Dingern in der Nähe, es gibt so ein paar Flecken in Deutschland, da stehen wirklich einige von denen rum, in Parks gibt es auch inzwischen einige, könnte man nur in einer Notsituation natürlich sich diese Rinde als irgendwelches Füllmaterial, Puffermaterial und vor allen Dingen Isolationsmaterial verwenden. Das ist das, was mir neulich mal eingefallen ist zu der Rinde. Angenommen, ihr nehmt euch davon wirklich eine große Menge oder irgend so ein Ding ist mal umgefallen und die kommt da wirklich problemlos an die Rinde ran und nehmt euch hiervon große Mengen und polstert euch damit irgendein Waldläuferbett aus. Ne? Oder macht euch einfach ein riesiges Nest am Boden mit diesem Material. Wenn ihr da drauf pennt, das ist die beste Bodenisolation nach unten, die man sich nur vorstellen kann. Das ist quasi Isomattenmaterial aus der Natur. So, ja, also das so das große Anwendungsgebiet für Mammutbaumrinde insbesondere. Das Holz selber taugt jetzt nicht viel, hat keine besonders hervorragenden Eigenschaften. Man kann es natürlich als Brennholz verwenden, klar, aber dafür ist der Baum zu selten, als dass man jetzt extra loszieht, um Mammutbaumholz als Brennholz zu sammeln. Harz hat er auch kaum, insbesondere wenn er welches hat, dann kommt man nicht dran, weil diese Rinde kann wirklich 30, 40, 50 cm dick sein, wenn es dumm läuft. Keine Chance, da an irgendwelches Harz ranzukommen. Nadeln nicht essbar, Früchte, vergesst es, also irgendwelche Samen, die essbar sind, theoretisch sind welche da, die sind aber auch wieder winzig klein und da kannst du nichts mit anfangen. Alles hoffnungslos, jo. Und da das jetzt nur
so ein Unterwegsvideo im Wesentlichen sein soll. Werde ich jetzt noch gerade ein paar Aufnahmen von den anderen Bäumen, die hier noch rumstehen, machen. Vielleicht noch zur Kenntnisnahme, was hat der für einen Durchmesser? Ich schätze mal auf etwas über 2 Meter. Wir gehen im Forstbereich immer davon aus, den Durchmesser, den wir angeben, der befindet sich auf 1,30 Meter. Das wäre ungefähr diese Höhe. Das ist jetzt beim Mammutbaum relativ lächerlich, weil, wie ihr hoffentlich auf der Kamera auch schon sehen könnt, wird er, wenn man noch einen Meter weiter nach oben geht, gleich nochmal ein ganzes Eckchen dünner. Das ist also oft so, dass die einen sehr, sehr breiten Fuß haben, weshalb sie auch ewig lange stehen bleiben können. Und daher ist die übliche Angabe von 1,30 Meter Brusthöhendurchmesser hier relativ für den Eimer. Aber ich würde den Brusthöhendurchmesser tatsächlich auf, das hier sollte ungefähr 1,80 Meter sein. Kommt das hin mit 2 Meter etwa? 2,50 Meter? Weniger? Weniger. Okay. Leg dich nochmal hin, du bist glaube ich breiter als der Baum. Ich bin breiter. Kuscheln ihn mal. Kuscheln. Ja, das zählt nicht. Dann mache ich ja mich ja rund. Dann bin ich ja kürzer. Ja, dann lass es 2 Meter sein. Okay. Dann sagen wir einfach mal über ABHD 2 Meter. Etwas unten drunter hat er noch etwas wenig mehr. Also das ist immer noch. Das ist immer noch ein Durchmesser für einheimische Bäume, die gleichzeitig hoch sind. Und der ist hoch. Machst du mal. Ich mach mal einen Moment. Du machst mal. Das Ding ist ein gewaltig massereicher Baum. Also der hat bestimmt als Einzelbaum, solche Dimensionen schätzt man selten. Aber als Einzelbaum hat er bestimmt auch. Ja, ich weiß. Locker 20 bis 30 Kubikmeter Holz. Irgend sowas um den Dreh wird er bestimmt haben. Das sind dann wirklich einfach gewaltige Dimensionen. Man muss natürlich noch die Rinde abziehen, die beim Sequoia Dendron sehr einen hohen Anteil ausmacht. Aber wirklich faszinierend, diese Dinger. Faszinierend. Also herzlichen Dank für den Tipp, mit hierher kommen. Das ist ja auch ein wunderschönes Wäldchen. Also wenn man in Winterthur ist, weißt du noch, wie dieser Tümpel da heißt? Nee. Okay, schreibe ich euch auch unten hin, wie der entsprechende Tümpel heißt. Dann müsst ihr zu dem entsprechenden Tümpel. Und da findet ihr dann diese paar Mammutbäume. Ne? So, und jetzt einfach noch ein paar unkommentierte Aufnahmen. Und ich guck mal, ob ich noch irgendeine Musik finde, die ich da drüber legen kann. Und dann haben wir es eigentlich im Wesentlichen auch wieder. Also für mich sehr schön zum Herkommen. Aber ich habe zum Mammutbaum echt schon viel erzählt. Deshalb nur dieses kurze Video. Aber herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ja, nach reichlicher Überlegung will ich lieber doch nicht verraten, wo genau der Baum steht, weil der steht ja in der Schweiz. Und ich habe ja ein winziges Fitzelbisschen Rinde abgerissen. Ja, und das macht dem Baum zwar nichts, aber vielleicht gibt es ja irgendein Gesetz in der Schweiz, das mich jetzt zwingt, 6 Milliarden Franken Strafe zu zahlen. Und deswegen verrate ich es lieber nicht.